Ja, nicht. Load. Satan Tech Inclusive. Ink ist Inclusive, ne? Willkommen im Recovery-Modus. Bitte lege eine Recovery-CD in das Recovery-CD-Slot ein. Du hast dich gut geschlagen. Und nun ist es fast geschafft. Sobald du bereit bist, starte die Systemlöschung. Danach wird nichts übrig bleiben. Und du wirst befreit sein. Deine Seele wird nicht sicher sein, während die Löschung durchgeführt wird. Du musst dich davon fernhalten. Ich habe ein vertrautes Gefäß vorbereitet. Für diesen Zweck. Ich selbst. Wir werden uns erneut treffen. Sobald alles gesagt und getan wurde. Aber dies ist ein Spiel und du willst es bezwingen. Stimmt's? Also, geh. Und fordere deinen Sieg. Oder führen sie ein System? Ja. Wir wollen ja nicht recovern, wir wollen komplett alles löschen. Leite Systemlöschung ein. Beginne Löschung. Diese Seelen, welche gefangen waren, eingeschlossen und gepeinigt, gequält und verspottet, durch Frustration verrückt gemacht. Nun ist die Zeit, sich zu erheben. Euer Erlöser ist hier. Rennt mit der Geschwindigkeit von 1000 Ponys und seid frei. Und es war natürlich noch nicht zu Ende. Verlorene Seelencounter oben und die Löschung ist gerade bei 1%. Pony Island Startmenü, okay. Oh, achso. Ach, die müssen wir. Achso, okay. Wir haben schon 2 Seelen verloren, weil ich nicht gecheckt habe, dass wir die Dateien da zerstören sollen. Okay. Jedes Mal, wenn wir sterben, steht da oben, dass eine Seele verloren ist. Weil wir anscheinend nicht sterben können, sondern nur unseren Begleiter, unsere Geister. Und wir wollen natürlich so wenig wie möglich sterben lassen. Und ich glaube, dadurch geht auch die Systemlöschung ein bisschen schneller, wenn wir die ganzen Dateien löschen. Und wir haben unendlich Schuss, das finde ich gut. Game over, bang. Ich finde das Spiel einfach so genial. Das ist, Nervenkitzel gerade, endlich am Ende zu sein. Oh. Der Chat ist auch ganz gespannt, der sagt nichts mehr. Lösche Gegner-Logik. Oh. Ah, guck mal, wir können sogar seine Schüssel jetzt zerstören. Systemlöschung! Wow. Rage-Modus. Und weg ist er. Okay, wir haben bisher nur 3 Seelen verloren. Das ist noch ganz gut. Du willst wirklich deine Seele nicht geben? Na gut. Ich werde nicht länger danach fragen. Sondern er wird sie sich holen! Oh Gott, so viele Seelen ver... Ach so. Aber wir müssen dann fliegen. Ich hüpfe immer zu früh. Verdammt, er bekommt seine Seelen. Was macht der da? Ich check nicht immer ganz, was der macht. Er trifft uns ja nicht, weißt du? Oder verlieren wir Seelen? Nee, ne? Oh Gott, er holt sich tatsächlich Seelen. Ich weiß nicht, können wir ihn davon abhalten oder... Oh, ups. Abgesehen davon, dass wir hier springen können. Ach Quatsch, fliegen. Bin ich doof. Ich bin so doof. Mann. Wir verschenken, glaube ich, gerade Seelen, indem ich vergesse zu hüpfen.
Hallöchen, Sin, wir sind gerade am Ende vom Spiel. Alter. Oh. Oh, beinahe verloren. Erhalte Freunde. Wollte dir auf Wiedersehen sagen. Also ein alter Freund wollte mir Wiedersehen sagen. Ich habe schon getötet, du lebst nicht mehr. Entschuldigung, wir lassen gerade die Ponys da oben die ganze Zeit sterben, weil wir hier oben die Dateien nicht gelöscht kriegen. Achso, wir dürfen ja... Wenn ich nicht, immer noch nicht verstehe, warum wir die Fehlerdateien nicht zerstören dürfen. Wir haben schon über 50 Seelen verloren. Alter, hör auf, diese scheiß Typen zu machen, die ich nicht... Vor allem, er schießt sie immer aus. Sie kommen aus dem Nichts. Leider Gottes hast du das wahrscheinlich verdient. Na gut, wir können ihn nicht davon abhalten, diesen Strahl zu schießen, ne? Wir können ihn höchstens davon abhalten, dass er auf uns schießt. Vor allem auch, wenn er da hinten ist. Da hinten können wir ihn ja gar nicht treffen. Er versucht vermutlich noch so viele Seelen zu ernten, wie er kann. Bevor... Stirb! War zu früh. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut mache. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. 76 Seelen sind zwar eine Menge, aber ich weiß nicht, ob wir es verhindern hätten können. Also ich denke, Seelen gehen so oder so verloren unterwegs. Und wir können es vermutlich nur auf ein Minimum reduzieren. Wir haben die Löschung fast abgeschlossen. 93%. Und ihr seht, der Bildschirm wird weiß. Der Himmel naht, Leute. Der Himmel. Die Seelen, sie entweichen. Die Seelen sind frei. Die Seelen sind nicht mehr gefangen in diesem Computerspiel. Und gleich haben wir es abgeschlossen. Ja, abgeschlossen. Wir können endlich aufhören zu spielen. Und in den Himmel ziehen. Errungenschaft freigeschaltet. Flucht! Und hier kommen nochmal die Credits. Wir haben sie zwar am Anfang schon gehabt, aber hier laufen nochmal die Credits durch. So. Was hat Steffi noch geschrieben? Die Steam-Nachrichten, die ich bekommen habe, waren gefaked. Ach so! Darum konnte ich die auch nicht einsehen. Jetzt verstehe ich's. Ach so, die waren gefaked, um mich abzulenken. Da haben die irgendeinen Freund aus meiner Freundesliste geholt, um, genommen, also nicht geholt, ne, einfach genommen, sein Profilbild eingesetzt, seinen Namen eingesetzt, seinen Status eingesetzt, also einer, der auch online ist natürlich, und, haben dann einfach die Nachrichten geschrieben. Boah, und ich habe mich gewundert, warum ich im Steam-Overlay die Nachrichten nicht einsehen kann. Oh. Sei nicht beunruhigt. Du hast das Spiel geschafft, geschlagen. Bitte höre mir einfach zu. Ich habe dir einst erzählt, dass wir das gleiche Schicksal erleiden, teilen. Aber das ist nur zum Teil wahr. Deine Seele im Spiel wurde befreit, nachdem du es geschlagen hast. Aber meine wird so lange gefangen sein, wie Pony Island verfaulte Bits auf deiner Festplatte bleiben. Ich habe dich langsam von Anfang an geführt. Auf diesen Moment, wissend, dass du, dass wenn du dieses Spiel nie bezwingen solltest, es nie deinstallieren wirst.
Also, bitte tu es. Lösche Pony Island. Rette meine Seele. Und da hat sich Pony Island ganz von alleine geschlossen. Ich gehe mal rüber in den Talk-Modus. Wir haben zwei Karten. Wir haben die Louis-Karte zweimal bekommen. Ist die irgendwas wert? Bestimmt nicht. Im Steam Store, ne? Steam Store. Die ist 24 Cent wert. Oha. Soll die sofort verkaufen? Wo ich noch eine Karte bekomme. Hier ist immer noch ein Brief, obwohl ich schon alles gesehen habe. Okay. Steam Store schließen. Ich ziehe das mal. Ich ziehe den Chat einfach mal auf den Hauptbildschirm. Da kann ich besser lesen. So, wie gesagt, Hallöchen, Sin. Sin freut sich sehr, dass das Spiel zu Ende ist, wo sie gerade gekommen ist. Steffi freut sich, dass wir es geschafft haben. Sehr gut. Steffi freut sich, dass Sin da ist. Entschuldigung. Pudding in den Chat werf. Willst du es nicht nochmal starten? Talk-Modus, genau, Sinn. Steffi möchte, dass ich das Spiel nochmal starte. Okay, dann gehe ich mal in den Screen von Pony Island. Ja, das ist Pony Island. Weil ich weiß, weil ich den Schluss von gewissem Herr aus einem Stream gesehen habe. Wir haben auch noch The Hopeless Soul als Karte. Die ist 32 Cent wert. Da kann man ja ein Vermögen verdienen bei dem Spiel. Nee. Und er hat das Spiel danach wirklich deinstalliert. Und würde ich jetzt auch gerne machen, um diesen Geist zu befreien, auch wenn es halt nur etwas Symbolisches ist. Aber einige meinten, es käme noch was, wenn man das Spiel starten würde. Und deshalb will ich das Spiel jetzt nochmal starten. Made with Unity. Dieses Spiel wird fast ausschließlich mit der Maus bedient. Ja, das kennen wir ja alles schon. Klicke mit der linken Maustaste, um fortzufahren. Schwarzbild. Ah, es lädt einfach nur das Menü wieder. Kapitelauswahl. Cool, wir können quasi nochmal die einzelnen Kapitel wiederholen. Hier haben wir Intro, dann haben wir hier Akt 1, dann haben wir hier Akt 1 Boss, dann haben wir hier Akt 2, Akt 2 World Map, Akt 2 Boss, Akt 3, Akt 3 Desktop, Akt 3 Boss und das Finale. Ja, gut. War also nicht viel mit noch irgendwie ein Boss, weil einige meinten zu ihm, da wäre noch ein Boss gewesen. Soll ich das Spiel deinstallieren? Und wenn ich das Spiel deinstalliere, heißt das, dass alle Dateien gelöscht werden? Also, dass auch der Spielstand, meine ich, gelöscht wird? Obwohl, ich würde gerne die Errungenschaften noch, keine Ahnung, irgendwann mal machen oder so. Ich lösche es nicht. Ich weiß, wir würden den Geist damit befreien, aber stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten es gelöscht, okay? An dieser Stelle auch auf jeden Fall danke für alle im Chat, die die ganze Zeit geguckt haben. Keksi, Steffi, Marie, den größten Teil bis kurz vor Schluss. Und Cindy, das große Finale gesehen hat. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Auch vielen lieben Dank auf YouTube. Für YouTube werde ich jetzt hier wahrscheinlich einen Cut reinsetzen und noch quatschen und vermutlich noch was anderes zocken, weil wir haben ja gerade erst 10:45. Und das dann vermutlich auch nochmal hochladen. Aber hier ist erstmal für euch ein Cut und Dankeschön, dass ihr bei Pony Island mitgeguckt habt. Ich werde das vermutlich folgenweise hochladen. So 20-Minuten-Parts immer. Und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, so wie ich. Dass ihr es spannend fand, dass ihr mit mir mitgelacht habt in diesen wirklich sehr skurrilen Szenen. Wo zum Beispiel da, wo ich dachte, jemand hätte mir geschrieben und es hat mir niemand geschrieben. Und boah, das richtig geärgert. Vor allem, ich glaube, es hat mir sogar einer... Sogar ein Ami, glaube ich, aus dem Steam-Profil geschrieben. Ja, nee, United Kingdoms. Und er hat mir auf Deutsch geschrieben, weißt du? Und ich falle da auch noch drauf rein. Sehr schön. Ich vermisse das GG im Chat, weil ich das echt verdient hätte, Leute. Ja, hallo. Aber ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Durchhalten, Dankeschön, dass ihr mich ertragen habt. Und ich bin gerade ein wenig stolz auf mich, dass ich
allein, dass ich 3 Stunden durchgestreamt habe, ohne es zu merken. Also sonst guckt man ja so mal drauf und denkt sich so, oh, so viel schon gestreamt und sowas. Jetzt merke ich gerade so, ja, 2,25 Stunden für das Spiel, habe ich gar nicht so realisiert. Habe ich wirklich gar nicht so realisiert. Klar, im Nachhinein war es wirklich lange, ne? Aber während dem Zocken war es einfach so, ne? Guck da, wer einen Taco ausgibt. Ich gebe einen Taco aus, habe ich gehört. Viel Spaß im Chat damit. Ja, ihr tollen Menschen, die morgen alle frei haben. Ach ja, Sin hat ja gar nicht frei morgen. Tut mir leid, Sin. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch was zocken und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss auf YouTube. Tschüss.